Hallo Playmobil-Fans, willkommen auf dem Playmobil-Stand auf der internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg. Ja, in einer Dreiviertelstunde geht es los, dann werden die Tore hier geöffnet und vorher möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen und euch ein paar Highlights unserer Neuheiten 2012 zeigen. Kommt einfach mit! Alle Playmobil-Figures-Fans können sich freuen auf zwei brandneue Serien von den Playmobil-Figures. 12 Figuren für die Mädchen, 12 Figuren für die Jungs. Zum einfach zusammenbauen, zum Sammeln, zum Mixen, zum Tauschen, was immer ihr wollt. Achtung, Achtung, in der Bank findet ein Überfall statt. Die Bankräuberin hat schon den Tresor geknackt und will sich jetzt auf die Flucht begeben. Aber sie hat nicht mit unserer neuen Polizei gerechnet, die von der Kommandostation jetzt hier alle ausrücken. Wir haben das Polizeifahrzeug mit Blinklicht, das Polizeimotorrad mit Blinklicht, der Polizeihubschrauber und sogar die Spezialeinheit rückt aus. Und diesen Tumult nutzt jetzt unser Gefängnisinsasse und seilt sich durch eine Ausbruchstelle im Fußboden dann ab und entflieht. Soweit die Theorie, denn er hat nicht mit unserer Alarmanlage gerechnet. In unserer neuen Top Agents 2 Serie gibt es ein Wiedersehen mit dem Spy-Team und die kämpfen dieses Mal gegen den fiesen Megalomax und seine Megamasters. Und das Besondere an diesem ganzen Spielkonzept ist, dass durch die mitgelieferten Taschenlampen, UV-Licht und Weißlicht-Taschenlampen ganz coole Leucht- und Reflexionseffekte erzielt werden. Für alle begeisterten Pferdefreundinnen gibt es den brandneuen Reiterhof. Wir sehen hier das Hauptgebäude, der große Reiterhof mit Paddocks und er ist wunderbar von beiden Seiten zu bespielen. Ja, natürlich müssen die Pferde auch gewaschen und geputzt werden. Dafür gibt es die Pferdepflegestation mit einer funktionierenden Dusche. Und wenn der große Turniertag ist, geht es ab mit dem PKW mit Pferdeanhänger zu dem Reitturnier. Und auf dem Reitturnier kann Springreiten, Dressurreiten, Voltigieren stattfinden, alles was die Mädchen so begeistert. Ja, und für die ganz Kleinen natürlich auch noch etwas. Der Ponyhof. Für alle technikbegeisterten Jungs gibt es die große neue Cargo-Welt. Hier können die Jungs die gesamte Transportkette nachspielen. Wir haben ganz tolle neue Funktionen. Die Bahn ist jetzt mit einer 2,4 GHz Steuerung ausgestattet. Sie hat Licht und sie hat Sound. Und auch das elektrische Verladeterminal kann man elektronisch steuern. Und in dem Flugzeug können sowohl Passagiere Platz nehmen, aber auch wenn man die Flugzeugnase hochklappt, können dann auch die Cargoboxen eingeladen werden. Ein großer Urlaubstraum ist dieses neue Ferienhotel mit Einrichtungen in wunderschönen Pastellfarben. Wir haben hier eine Rezeption, hier gibt es den Restaurant, der Frühstücksbereich. Im ersten Stock haben wir zwei Doppelzimmer mit Kinderbetten und mit Babybett. Und natürlich kann man auch nach draußen gehen, um sich zu sonnen. Eine nette Kleinigkeit ist, dass man mit Zimmerschlüsselkarten auch die Türen öffnen kann. In dem Bungalow-Suite geht es ein bisschen luxuriöser zu. Wir haben eine schöne Badewanne und ja, vielleicht ist dieses Paar gerade auf Hochzeitsreise. Und den Bungalow kann man alleine bespielen, aber, das ist das Tolle, man kann ihn auch auf das Hotel draufsetzen und hat dann ein riesengroßes Ferienhotel mit einer luxuriösen Suite. Und die Kinder haben Spaß in dem Kids Club mit funktionierenden Lichtern, mit Disco-Kugel und sogar mit Musik. Das ist ein richtiger Playmobil-Klassiker, die Westernwelt. Wir haben hier vier Parteien, die hier so ihr Unwesen treiben. Soldaten, Cowboys und Indianer und natürlich auch Banditen. In der Goldmine wird gerade fleißig Gold geschürft. Es gibt kleine und große Goldklumpen, die hier mit der Lore abtransportiert werden. Aber Achtung, in der Goldmine kann es auch eine Explosion geben. Dafür haben wir das ganze Dynamit dabei und die Steine, die oben auf dem Dach der Goldmine liegen, die können dann in das Mineninnere stürzen. Jetzt soll das Gold abtransportiert werden, und zwar in dem Planwagen. In dem Planwagen gibt es einen doppelten Boden, sodass da auch Gold versteckt werden kann. Aber das nützt leider alles nichts, denn wir haben hier Banditen, die den Goldtransport überfallen. Das Western Fort hat jede Menge interessante Spielfunktionen, wie Kanonenklappen, ein Dach ist aufklappbar für einen Schießstand und der Turm kann sogar gekippt werden im Falle eines Angriffs. Und es gibt ein Gefängnis mit Ausbruchsmöglichkeit
Und wenn die Indianer angreifen, sieht man hier, wie ihre Feuerpfeile in den Palisaden stecken bleiben. 2012 findet wieder die Fußball-Europameisterschaft statt. Alle freuen sich und Playmobil bringt eine Fußballarena auf den Markt. Aber das Besondere ist, die Fußballarena bieten wir im Klappkoffer an. Das heißt, ganz schnell zu Point mitgenommen, ganz schnell aufgebaut, Tore reinstecken, Spieler aufstellen, Anpfiff und los geht's. Für die echte Stadionatmosphäre sorgen dann die Zusatzartikel wie die Torwand mit Multifunktionsanzeige. Hier können die Tore angezeigt werden, die Spielzeit eingestellt werden und es gibt natürlich auch Anpfiff und Torjubel. Wenn es mal hart auf hart kommt, kann auch ein Verletzter abtransportiert werden. Da sind die Schiedsrichter mit Assistenten, die gucken, dass es ein faires Spiel gibt. Und weil wir im EM-Jahr sind, kann sich natürlich jedes Kind auch seine Lieblingsnationalmannschaft zusammenstellen. So, das waren jetzt einige Highlights aus dem Playmobil-Neuheiten-Programm. Aber wir haben natürlich noch viel mehr, denn es gibt 130 Playmobil-Neuheiten dieses Jahr. Aber ich muss jetzt los, die Messe beginnt. Und liebe Playmobil-Fans, sagt uns doch, was ist eure Playmobil-Lieblingsspielwelt?